Sachverständigen Dritten, also keinem Insider, sondern einem Sachverständigen Dritten in angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle, und die Lage des Unternehmens vermitteln. Ein Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Lage des Unternehmens vermitteln. Dieser sachverständige Dritte kann zum Beispiel der Prüfer vom Finanzamt sein, der sogenannte Betriebsprüfer. Und damit unsere Buchführung wirklich ordnungsgemäß ist, müssen wir noch weiter in die Details gehen, denn das oben war die Grundvorschrift. Es gibt im Wesentlichen vier Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Man nennt sie auch die GOB der Dokumentation. Es gibt noch GOB, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung der Bewertung. Hier sind wir bei der Dokumentation und die lauten Klarheit und Übersichtlichkeit. Klarheit und Übersichtlichkeit, K und Ü, Klarheit und Übersichtlichkeit, dann Vollständigkeit. Vollständigkeit, ja, die Buchführung muss vollständig sein, das heißt, alle Geschäftsvorfälle müssen enthalten sein. Dann das sogenannte Belegprinzip. Das Belegprinzip heißt, keine Buchung ohne Beleg. Und als Viertes muss beachtet werden oder müssen beachtet werden, die Fristen, die Aufbewahrungsfristen. Die Grundregel ist hier 10 Jahre Aufbewahrung der Buchführungsunterlagen, also der Belege und aller dieser Vorgänge.